Ah, außerdem ist das hier ein großer Gegner, ja, die haben stimmt. da voll Geschilde. Ja, da kriegst du eh keine Aggro ab. Eine Runde von Chocobo! Ja. Und hast du noch geschafft, Patrick? Ich bin 80. noch nicht da. Okay. 90. Ja, bin aber jetzt gleich da. Also das ist noch machbar. Oh, da ist bestimmt gerade der Tank von denen verreckt. Ja, deswegen hat er sich bewegt. Ich glaube, wir kriegen den jetzt noch, bevor wir auch noch verrecken. Ja, kriegen wir sauber. Ja. Ich habe das obere erreicht. Welt ja. erfolgreich. Oh, 11.000 EP. Nimm ich doch. Natürlich. Ja, auch knapp. Feld erfolgreich 6.762 EP. So, also, Jack, der untere Feld hat sich mehr gelohnt. Ja. Oberhalb von Camp Drachenkopf ist noch was. Oh, das ja. ist viel zu weit weg, Leute. Ja, da könnte man sich hinteleportieren. Ja, ich hab's auch gerade überlegt. Ich mach mal einen Port. Okay. Ach, verdammt. Doch. Also kriegen wir. Also, okay. Jo, ich krieg den Port auch. Geil, danke. Ja, klar, wir sind auf derselben Map. Ja, nur hätte ja sein können, dass der Abstand dazwischen auch fehlt. Lauft, Leute, lauft! Ja, das ist sowieso ein Fortführender. Da müssen wir einen beschützen und das geht ganz bis nach oben. Okay, sauber. Mehrere Fates auf einmal. Sehr gut, sehr gut. Also Folge-Fates nennt man sowas. Was ist denn das auf einmal für eine geile Musik? Jetzt kommt wieder langweilige Kampfmusik, Mann. Die Musik davor war viel geiler. Ja, so ist es halt manchmal. Ja, ich finde die Musik davor hat das schon fast was Episches. So, jeder ein bisschen Schaden gemacht? Ja. Jo. Ja. Alle waren ja so viele, einfach den hintersten anvisiert und reingeschmettert. Ja. Ich habe auch einfach einen. Und dann habe ich gar keinen mehr gekriegt, mehr anvisiert bekommen. Das war so. Ging irgendwie, naja. Ist immer ein bisschen problematisch, wenn du Wirkzeit hast. Definitiv. So, Fate Nummer 1 dürfte vorbei sein. Ja, es sind schon noch ein paar Prozent. Jetzt hat er. So, jetzt geht's aber weiter. Cool. Fate-Bereich. Habt ihr nicht gewusst, ne? Nee. Nee. Definitiv. Also ich habe so ein Fate noch nie mitgemacht. Hier habe ich lange gelevelt. Sehr lange. Deshalb kenne ich die Fates hier so ein bisschen. Also ich habe zum Leveln immer Innis gemacht. Ich auch. Okay. Weil da kriegst geht du halt, da kriegst du halt... Geht mit Innis schneller. Da kriegst du halt für einen Gegner schon deine 2000 oder so. Ja. Hier kriegst du pro Gegner 108. Wow. Das fällt dann 10.000 oder so. Oh, sogar nur 7.000 wohl. Also die Gegner sind nicht erwähnenswert und ja, die Fake-Belohnung geht. Dauert aber einfach zu lange. Ja. Ist so ein Ding. Oh, hinter mir spawnt auch noch einer, lol.
Also ich finde dafür, dass die Gegner so schwach sind, halten die echt viel zu viel aus. Ja, die halten echt eine Menge aus. Das ist seltsam sonderbar und sonderbar seltsam. Laut mir hier so ein verfickter Dunkelritter, die Akku ist der bescheuert? Welches Level hat er denn? Keine Ahnung, achte ich nicht drauf. Aber wenn er müsste er eh angepasst sein. Würde er mir wenigstens nicht mit der Gegnergruppe noch weglaufen, wäre ja alles in Ordnung. Wie wird dir die Akku geklaut und ich halt sie tatsächlich bis der Gegner tot ist? Ab auf die Brücke. Und weiter geht's. Nächstes. Oh. Großer Drache. Nicht nur. Nette AOE ist gespammt hier. Gibt's da wieder eine spezielle Belohnung am Ende von dem Ding, oder? Nö. Glaube nicht. Aber würde sich ja eigentlich anbieten bei solchen Folgequests oder Folgefates. Ja. Eigentlich ja schon, das wäre auch ziemlich cool aufgebaut. Ja. Dass es mal wieder ein kleines Pad oder so gibt. Oh, stand tatsächlich gerade so außerhalb. Ich muss noch einen Schritt zur Seite gehen. Ich war mir überlegen, passt das oder passt das jetzt nicht? Aber es hat zum Glück gereicht. Sieht wer das weiße Federkostüm von dem einen Chocobo? Nein. Von dem einen grünen. Nein. Alles in nix. Ich glaube, wir stehen zu weit außerhalb des Getümmels, dass wir da was erkennen könnten. Ja, hier stehen zwei grüne Chocobos. Eins trägt ein weißes Federkostüm und eins ein schwarzes Federkostüm. Das sieht geil aus. Ja, ich kann es grob erkennen, aber... Ich hätte gerne das Schwarze, ey. Das sieht ja aber so geil aus. Finde ich zumindest. Wie gesagt, ich kann es grob erkennen, aber Einzelheiten kann ich ja nicht ausmachen, echt nicht. Oh, was hab ich denn da erwischt? Das ist nicht einer von den Avis, die hier noch in der Gegend rumlungern. Das sind mittlerweile wieder ein paar viele, die sind nämlich schon wieder respawned. Ja. Werden noch irgendwie immer mehr. Tja, sie hat einfach mal viermal Regener auf sich drauf. Der Trist hat gar keins. Nö, ich krieg aber auch keinen Schaden hier hinten. Ah, ich hab dem eins gegeben, man weiß ja nie. Ja, okay. Wobei das Wichtigste wäre eine Steinhaut, ne? Ja, gut. Ich sag mal, die hält bei mir nicht lang. Ich hatte nämlich mal kurz auf Heal geswitcht, anstatt Damage machen, weil ich nämlich gesehen habe, dass vorne da einer ganz low rumgehüpft ist beim Boss. Da dachte ich, ja komm, kannst du ja mal heilen gehen. Ja klar, ist immer gern gesehen. Oh. Die meisten Male, wo ich das bei Fates gemacht habe, hat mir sogar einer Saints zurückgeschrieben. Okay. Verständlich. So, man kriegt, wenn man nur rein healt, bei einem Fate deutlich weniger EP.
Ja, das haben wir ja schon festgestellt. Wow. Ja, das finde ich echt gemein. Das ist auch gemein. Da konnte ich mich alleine drauf konzentrieren, nur zu heilen. Ja, das ist echt ein bisschen doof. Und bei solchen Bossviechern wäre es eigentlich cool. Ja. Ja, allgemein eigentlich. Und tschüss. Da. Errungenschaft, Feuerring, 20.000. 20.210 und 218 Flattentaler. Ja, ist auch schön. Obwohl ich am Ende doch relativ viel geheilt habe, sogar den Patrick immer wieder Paralyse weggecastet, viel drüber laufen lassen. Kann es sein, dass du am Ende die Agro hattest oder so? Nee, zum Schluss hatte ich dann mir die Agro von den Drachen-Avis genommen. Ah, ich wollte gerade sagen, du hast auf einmal mehr Damage kassiert. Ja, ich habe hier halt wirklich, weil ich mir zum Schluss dachte, ja, ich bin Tank, warum nehme ich mir dann nicht die Agro von den Kleinen, wenn ich von Großen die schon nicht kriege. Links hätten wir noch einen 39er. Schluss mit Gargamelle. Ja, ich glaube, da sollten wir mal hin. Also ich bin gerade dahin unterwegs, mehr oder weniger. Und ich würde danach sagen, machen wir sogar Schluss, oder? Na, wir haben eine Viertelstunde später angefangen. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, ich glaube, dann gehe ich mir auch was zu essen holen. Ich wollte halt noch einen Topf kochen. Ich glaube, das werde ich dann auch machen. Ich könnte mir jetzt eigentlich auch zu essen kochen. Aber meine Eltern sind nicht da. Das heißt, ich muss es selber machen, aber die haben mir Geld gegeben. Kannst also auch eine Pizza bestellen. Genau. Ich sehe gerade, ich bin sogar aufgestiegen. Bin jetzt Level 42. Übrigens. Warum ist der vor mir Level up? Was hast du getan? Tja. Da hat wohl jemand doch EP hier aufgeholt. Ja, ich glaube, der bescheißt irgendwie. Auf jeden Fall. Ja, da muss ich meinen Plan ja doch in die Tat umsetzen, habe ich das Gefühl. Nee. Oh. Jo, was haben wir denn auf einmal alle Gift? Ja, da war irgendwie so ein AOE, ich hab's auch gekriegt. Ja, ich glaube von dem Taurus, den ich hier reingezogen habe. Ach, du warst das? Nein, ich war das nicht. Der kam von irgendwo her. Also wenn jetzt nochmal Gift kommt, dann ist es aber nicht von mir. Der Taurus ist tot. Okay. Mir hat zum Glück jemand geholfen, mit drauf zu hauen. Ja, ist gut, dann geht das immer ganz schnell. Ja. Das finde ich eigentlich auch gut, wenn die Leute dann wirklich bei einem Feld nicht nur den Boss angreifen, sondern wirklich reagieren und mal so diese Randoms halt mit töten, die eigentlich gar nicht dazugehören. Richtig cool. So, aber ganz ehrlich, so Freundlichkeit siehst du hauptsächlich bei MMOs und so weiter, aber niemals bei Ballerspielen. Die siehst du aber auch nur bei MMOs, wo wirklich die Leute davon auch profitieren können. Bei WoW siehst du das kaum. Also bis jetzt, also ich, wenn ich jemanden spielen sehe, den helfe ich immer. Und wenn ich meistens am Spielen war, dann hat mir auch immer irgendjemand geholfen, der gerade vorbei ist. Wenn ich jemanden sehe, dann helfe ich dem auch, nur ich sehe kaum jemanden, der einem hilft. Das ist wirklich eine Seltenheit. Mir wurde bis jetzt immer geholfen. So, südlich von keinem Drachenkopf. Dankeschön. Danke. Ja, damit. Danke. Danke, Anke. Das letzte Fade, oder? Ja, eine Viertelstunde haben wir noch. Also stimmt ja. Wir haben dann technische Schwierigkeiten etwas später angefangen. Ja, technische Schwierigkeiten, naja. I believe! Naja, doch, waren schon technische. You can fly! Ich hatte technische Schwierigkeiten. Hallo, ich kann nicht angreifen. Wieso greift meiner nicht an? Hallo? Vielleicht bist du Level zu hoch? Anpassen! Achso, scheiße, stimmt. Ja. Tja, das kommt davon, wenn man Level zu hoch ist, oder? Ja. Hast du verdient für die Dreistigkeit vor mir Level up zu sein? Nee. Das kommt davon, wenn man 6 oder mehr Level so. Höher ist als das Fade. Oh, das war's 21. Schon? Ja. Okay.
5670. Ja, mehr habe ich auch nicht. 125 Flottentaler und nur 43 Skill. Was für eine Schweinerei, hat sich ja gar nicht gelohnt, Mensch. Eigentlich dürfte da unter 2000 nichts gehen, ne? Also wir haben hier zwei Fails Richtung Weißenfels. Also eins ist 40 und eins ist 46. Ja, eins hinter Weißenfels. Ja. Also ich renn mal zu der Frutzka. Ja, ich glaube, das ist noch am ehesten zu erreichen. Ja. Läuft dann noch am längsten. Ja. Ich würde sagen, wir entscheiden, sobald wir Weißenfels sind und wir sehen, der für 46er wird schon angefangen, würde ich dann doch halt, sagen... Halt, hier ist gerade noch eins erschienen, ne? Ja. Der hat sich der Rock. Aber ich glaube, der MC muss sich direkt wieder anpassen. Weiß ich nicht. Ne, ist 39er, sollte noch gehen, 3 Level. Ja, geht. Wunderbar. Ja. Oh, wir haben gar keinen Protoss mehr. Und ich bin Tank, endlich mal. Ja, pass auf, da kommen noch gerade andere Spieler. Wer weiß, wie lange. Ich bleibe hier, Tank. Ich habe jetzt die Agro, also bleibe ich's. Ey, Jazzy, hau mal raus. Immer mit raus. Mach ich doch. Warum, also, warum ist bei mir gerade Fenstermodus angegangen? Weiß ich nicht. Hä? Hat der Limit Rausch was gemacht? Nee, ich habe eine Nachricht ins Team bekommen, vielleicht deswegen. Okay. Ja, okay, das 2000 ist immer ein bisschen. Besser als gar nichts. Richtig. Richtig. So. Jetzt sehe ich wieder anständig. Aber wenn bei mir der automatische Fenstermodus angeht, dann geht das Fenster zwar auf, ja, und quetscht sich alles ein bisschen zusammen. Aber... Ja, wie gesagt, das Bild quetscht sich halt total zusammen. Das ist ganz komisch. Okay, also die Auflösung ist dann falsch. Oder was? Ja, das geht dann auf 4:3 halt. Irgendwie. Okay. Also ich bin immer im Fenstermodus. Ich bin auch Fenstermodus. Und dann kann man nebenbei noch auf andere Programme mal kurz rüber wechseln und hat trotzdem noch das Bild in, auf dem Screen. Ja, genau. Genau so habe ich das auch. Ja, ne, ich bin schon voll, Vollbild. Und das führt bei Fraps dann nicht zur Aufnahme werden. Ne, führt's bei mir im Fenstermodus auch nicht. Also wenn er überwechselt. Zumindest nicht bei dem Spiel, das ist das Komische. Das hat mich bei Fraps immer abgefuckt, wenn ich aus Versehen Windows-Taste gekommen bin oder... Mhm. Das, ich weiß nicht wieso, bei Final Fantasy, bei anderen Spielen komme ich, egal ob ich im Fenstermodus spiele oder nicht, manchmal rechts aus dem Screen auf meinen anderen Monitor, wo das eigentlich gar nicht gehen sollte. Wenn ich da nämlich einen Klick gemacht habe, dann habe ich das Spiel mal klein gegangen und dann war Fraps immer die Aufnahme beendet. Mhm. Hauptsächlich deswegen habe ich auf jeden Fall den Fenstermodus umgestellt. So, und yay. Jetzt nochmal zu den 40er. Level up. Was, zu welchem wollt ihr? Zum 40er, weil der ist angefangen und den erreichen wir noch. Der 46er ist noch nicht mal angefangen, deshalb würde das auch nicht lohnen, weil wenn wir da alleine draufhauen, gehen wir knallhart sterben. Ja. Ja. Nein, der Patrick, weil wir anderen rennen weg. Fuck you. Der Tank engaged, alle drin sich umlaufen. du bist so ein Arsch. Ja, aber das klingt irgendwie, das klingt irgendwie auch typisch nach uns. Ja, typisch Mugli Dash Crew. Tank greift an, alle anderen rennen weg. Ja. Ja klar, wir brauchen nur irgendwann, der aus dem Rückzug deckt hier, ne? Auch wenn ich schon lange. Ich bin dann das Opfer. Auch wenn es nur kurz ist. Ein Hit, umgekippt, weg hier. Ach, was ich auch die ganze Zeit sagen wollte, generell, falls unter den Zuschauern ein Xbox-Spieler ist, wenn ihr Spiele Uncut spielen wollt, habe ich eine sehr gute Variante für euch. Die meisten Spiele in Deutschland werden ja zensiert oder sind hier verboten oder was auch immer, also dürfen zumindest nicht im Handel verkauft werden, dürfen aber gespielt werden. Und eine super Methode ist da, es gibt diesen Freundschaftsmodus auf der Xbox. Da könnt ihr mit einem Freund eurer Wahl euren Account verknüpfen. Und wenn einer von denen dann die Konsole auf Englisch einstellt, also zum Beispiel auf England, und ihr dann darüber das Spiel kauft und euch einfach das Geld teilt, spart ihr die Hälfte von dem Geld und ihr habt das Spiel in Uncut. So mache ich das gerade auch mit einem Kollegen, der in London wohnt. Das ist einfach genial. Hm. Wollte ich einfach mal gesagt haben.
Ach, warum konzentrieren wir uns bei diesen einfachen Fets so sehr und bei den Innis nicht so? Ja, gute Frage. Bei den Innis konzentrieren wir uns ja auch. Ja, aber irgendwie nicht so sehr, dass alle konzentriert vor sich hinschweigen. Nur zu viert, wo dann, wenn einer einen Fehler macht, das direkt auffällt. Hier macht einer Fehler, machen zwei einen Fehler, machen drei einen Fehler, gleichen fünf andere auf. Ja klar, aber warum konzentrieren wir uns hier so? Tun wir doch nicht. Ja doch, so wie wir alle schweigen, müssen wir uns, so wie wir alle schweigen, müssen wir uns total konzentrieren. Weil es ist, es fällt ist uns einfach so, nur kein Gesprächsthema ein. So, sobald wir einen Gegner engagieren, sind plötzlich alle still. Fällt einfach nur kein Gesprächsthema ein, das ist das Problem. Ich porte mal zum Camp, da ist nämlich südlich auch schon wieder was. Jo. Ja. So. Huch, man sollte vielleicht auch annehmen. Das wäre vielleicht ganz praktisch, ja. Hallo? Was? Ich bin jetzt super late losgelaufen. Ich hoffe, ich erreiche es noch. Ja, das ist eigentlich... Der Weg ist zumindest nicht weit. Doch knapp. Ja, ich bin schon drin. Also. Aber gerade so. Ja, ich habe gerade mal zwei Hits gemacht. Okay. Ich habe gerade mal 945 HP bekommen. Oh ja, ah, 9450. Also das Zehnfache. Aber du hattest den Level Up schon, von daher. Ja, und die hatten immer noch nicht schön. Ja, aber gleich mit dem nächsten Feld. 3000 brauche ich noch. Ja, ich habe schon wieder 66.000. Mir fehlen auch noch 3000. Ich hab 73.000 schon mittlerweile. Also bist du nur 7.000 EP vor mir, das gibt's doch nicht. Ey, Moment mal, hä? 7.000, du hast gerade den Fate mitgemacht. Strange. Da oben ist eins Wertschöpfung, nennt sich das. Ja! Warum lauft ihr hier alle andere Richtung? Das weiß ich nicht, ich lauf der Menge hinterher. Mhm. Ach, die Wertschöpfung, das ist so eine bescheuerte. Kenn ich auch gar nicht, ich war da oben noch gar nicht in dem Gebiet. Nee, ich weiß auch, was das für eine ist, das ist so eine Sammeln und Abgeben. Ja, ja, das ja, auch, steht ja auch da. Symbol. Lalalala. Lala. So, schon mal 1700 für das Gebiet bekommen. 1700, yo. Oh, ist die Map auch endlich aufgedeckt. Yo, fast. Da fehlt noch ein Stück. Ja, bei mir fehlt auch noch ein Stück. Das werden wir so Richtung 50 etwa entdecken. Mhm. Ja. Das mit dem 46er Fade da unten, meinst du? 49er, ja. Da unten nur ein 46er. Rechts. Ich meine links unten. Ja, ich meine rechts auf der Karte. Ja, ich meine links unten. Oh oh, jetzt habe ich drei auf einmal gepult. Oga, hau ab! Alter, ich komme nicht mal dazu, noch Attacken abzusetzen hier. Ich fast auch nicht. Oh mein Gott, das sind ja rote Kreaturen. Ich mache eine Attacke und schon wieder schrumpf. Oh, da sind sprudelnde Quellen.
Level up! Und abgeben, yeah. Leute. Das Zeug abgeben. Noch okay. nicht. Wir müssen erst, wenn der Balken voll ist, dann haben wir noch eine Minute. Der Balken ist voll. Jetzt! Jetzt ist der Balken voll. Aber wer nicht rechtzeitig abgibt, der kriegt nichts fürs Feld. What? 12 Stück. Ja, krieg schon was, aber bloß so ein ganz kleines. Nein! Gar wenn du nichts abgegeben hast, kriegst du gar nichts. Überhaupt nichts? Überhaupt nichts, nein. Hm. Das ist schlecht. Ja. Ist mir schon oft genug passiert, deswegen weiß ich das. Okay. Na, ich hatte gemeint, da kriegt man noch ein kleines bisschen was, aber. Nee, nix. Kann auch sein, dass ich mich da täusche. Wenn du nicht genügend abkriegst, kriegst du nur ein. Wenn du nicht genügend abgibst, kriegst du nur ein kleines bisschen, ja. Ich wollte sagen, willst du wieder gegen Patrick wetten? Ah, nee, das reicht mir für heute. Ich habe meinen Fehler eingesehen. Eine Wette schon verloren. Ja, aber. Irre geleitet. Das, ich hatte dann ja so das Prinzip im Sinn. Hinrennen ist kein Springen. Ja, wenn man es wörtlich nimmt. Selbst wenn man es nicht wörtlich nimmt. Naja, doch, er hat sich schnell in eine andere Ecke der Arena, oder in eine andere Zone der Arena bewegt. Patrick, du hast es nur nicht gesehen, der ist ganz leicht gesprungen und ist dann so über den Boden geglitten. Das hast du nur nicht gesehen. Nein, ich verpasse das Fail. Ja, ich habe auch nichts bekommen. Ich stand eine Minute auf dem Chocobo und habe einfach nichts getan, weil ich nicht gemerkt habe, dass ich auf dem Chocobo sitze. Okay, Leute, aber ich glaube, wir können dann auch langsam ein Ende machen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Genau, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, und bis zum nächsten Mal. Jo, lasst ein Like da. Bis dann. Immer diese like-geilen Säue. Naja, von irgendwas muss man erleben, ne? Ja. Luft, Liebe und Likes, das reicht mir völlig. Also. Okay. Also nichts essen, nichts trinken. Oh, nicht unbedingt. Ja, okay. Macht's es gut. Jo, ciao. Bye bye. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Spaß.